Er ist Magician of the Year und ich liebe diesen Mann, genau wie ihr das gleich auch tun werdet. Bitte begrüßt und freut euch auf Mac King! Hallo. Ich bin Mac King. I'm Chris. Andreas. Du bist Andreas? Ich bin ein großer Fan von dir. Hast du schon mein Meerschweinchen kennengelernt? Ich hab's im Film gesehen. Das Meerschweinchen in Las Vegas ist Oberst Sanders, aber das ist mein deutsches Meerschweinchen. Sein Name ist Strudel. Strudel? Er heißt Strudel. Ja, Strudel. Okay. Möchtest du ihn streichen, Chris? Ja. Yeah. Yeah. Ja, du kannst ihn streichen. Oh. Ah. Chris, weißt du, warum man ihn Strudel nennt? No. Warum er so heißt? Oh, weil er so lecker ist. Alter, was war das denn? Er ist köstlich. And now you will make it reappear. Und jetzt lässt du ihn wieder erscheinen? Nee, ich habe ja nur 6 Minuten. Bei normaler Verdauung dauert es länger, bis er wieder auftaucht. Das ist jetzt so eklig. Mach nur mal weiter, Laura. Jetzt muss ich für dich einspringen hier, wenn die Brüder keine Lust bitte. Mehr haben. Hello. Schön, dich zu treffen. Laura, ich habe ein Geschenk für dich. Hilfst du mir beim Trick? Ja, unbedingt. Ja, es ist Wodka. Oh, I love Wodka. Ich liebe Wodka. Nein, halt ihn mit einer Hand fest. Okay. Halt ihn so fest. Also jeder kann sehen, nein, das ist durch Wasser. Klar. Laura, als du ein Mädchen warst, bist du schon mal angeln gegangen als Kind? Ja, durchaus, ja. Ich mag angeln. Mein Opa hat mich auch mit zum Angeln genommen, als ich ein kleines Mädchen war. Und er hat immer gesagt, um zu angeln, braucht man 3 Dinge. Erstmal eine ordentliche Angel. Das ist die Originalangel von meinem Opa. Du brauchst irgendwas, wo du den Fisch reintun kannst. Deswegen hältst du das Glas. Wir werden jetzt einen Fisch fangen und hier reintun. Das dritte, was du brauchst, ist ein ordentlicher Köder. Ja, das ist ein amerikanischer Keks. So, dann bricht man so ein Drittel von dem Keks ab. So, und dann bindet man das an den Haken. Und sobald es klebt, kannst du überall angeln gehen. Also, wir angeln jetzt hier. Mitten aus der Luft angeln wir. Und wir wollen nicht irgendeinen Fisch, wir wollen einen Goldfisch angeln. Und hier ist ein Goldfisch. Oh, ich hab ihn. Das ist ein Kämpfer, der Typ. Halt das Glas, Laura. Wow. Immer nicht schlecht. Unglaublich. Was ist sein Name? Das ist Chris. Okay, hab's verstanden. Chris, guck mal, so klein bist du geworden. Hi, ich bin schon süßer, ne? Bist du jetzt da drin? Weißt du, was Goldfische und Meerschweinchen gemeinsam haben? Die sind beide. Delicious. Lecker. No, okay. Nein, der ist auch noch da. Der ist auch noch da. Er hat nur ein bisschen Angst jetzt. Deswegen ist das Wasser so ein bisschen trübe. Again? Ja, nochmal? Nochmal? Ich kann euch jetzt nicht zeigen, ich kann dir den Trick nicht zeigen, wie man Fisch aus der Luft angelt, aber wie man einen Fisch isst, kann ich dir zeigen. Du brauchst eine Möhre und einen Möhrenschäler. Also ein bisschen Schale abziehen. Das sieht aus wie ein Goldfisch. Naja, man muss noch ein bisschen was dran tun. Du musst deine Zähne einsetzen. Das sind auch übrigens die Zähne von meinem Opa. Dann schneidest du das zurecht, beißt dir das zurecht. Jetzt sieht es wie ein Goldfisch aus, oder? Also stell dir mal vor, das wäre das Aquarium von deinem Freund. Und da sind ganz viele Goldfische drin. Dann hältst du die Möhre so, die Möhrenschale, greifst da rein, das Aquarium, und ziehst die Möhrenschale raus und sagst, ah, ich habe einen Goldfisch. Bevor die Freunde das alles sehen, was wirklich ist, ab in den Mund damit. Und dann denken die, du hättest einen Goldfisch verschluckt. Oh. Oh Gott.
Ich glaub's nicht. Das gibt's ja nicht.